Die Eberhofer-Krimis bringen Millionen Zuschauer zum Lachen. Am 10. August 2023 kommt der 10. Teil der erfolgreichen Filmreihe in die Kinos. Auch in Reragu-Rendezvous wird Ignaz Flötzinger, gespielt von Daniel Christensen, sicher wieder für den ein oder anderen Lacher sorgen. Und so lustig die Filme sind, so lustig geht es auch hinter den Kulissen der Kinokracher zu, wie der 44-Jährige im Interview mit bunte.de auf dem Filmfest in München verrät. Ich habe ganz viele coole Anekdoten. Aber ich muss schon sagen, es gab einen Moment, wo der Regisseur zu mir kam und mich zur Seite genommen hat und wir etwas gemacht haben, was nicht geplant war. Und da stand ich dann mit ihm in so einer kleinen Kammer und dann zog er plötzlich aus seinem Jackett Damenunterwäsche heraus und hat gesagt, würde es dir was ausmachen, in dem Film in Damenunterwäsche auf dem Tisch zu tanzen? Und ich war so, okay, ja. Hey, warum nicht? Machen wir. Okay. Und dann ist es eine der eigentlich legendärsten Szenen geworden. Seit 2013 steht die Crew jedes Jahr gemeinsam vor und hinter der Kamera. Mit der Zeit ist so eine echte Eberhofer-Familie entstanden. Wir verstehen uns natürlich auch privat wahnsinnig gut, aber es ist schon so ein bisschen eine echte Gnade, weil man sowas nicht so oft erlebt, dass man mit Leuten über so viele Jahre zusammenarbeitet. Das ist so ein bisschen, ja, wie die Nationalmannschaft. Einmal im Jahr trifft man sich. Okay, vielleicht ist das gerade ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Aber man freut sich, dass man sich sieht. Man kennt sich in- und auswendig. Und wir sind immer sehr froh, dass wir das machen können. Und wenn der neue Film genauso erfolgreich wird wie die vorherigen, dann darf die Filmcrew das sicher noch eine ganze Weile machen.